So, Uwe, immer noch nass, 90 Minuten Regen, aber glücklich, wie ich sehe, über den Sieg? Ich habe wirklich so eine ganz tiefe innere Zufriedenheit und Stolz, denn klar, wenn du etwas entwickelst und wenn du auch immer mal wieder Rückschläge hast in deiner Saison, dann ist es aber dann doch so, dass wenn du so auftrittst, wie diese Mannschaft das eigentlich über die komplette Spielzeit getan hast, dass du das natürlich krönen möchtest. Und derzeit genieße ich noch sehr nach innen, weil ich einfach auch weiß, wie viel Arbeit in diesem Jahr drin gesteckt hat, wie viele Spieler wirklich an ihre Grenzen gegangen sind, wie viele Spieler ihre persönlichen Interessen im Sinne der Sache untergeordnet haben. Und nur so waren eigentlich diese dauerhaften Erfolge möglich, heute mit der Krönung, mit dem Pokalsieg. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass natürlich auf der anderen Seite auch ein Stück weit belastend war, was so in den letzten Wochen auf uns eingeprasselt ist, weil man sich schon ganz, ganz tief wünscht, natürlich als verantwortlicher Trainer, wenn man hier etwas wachsen gesehen hat, dass das auch zusammenbleiben kann. Insofern, glaube ich, haben wir jetzt erstmal auch wiederum in einem großen Spiel gezeigt, dass diese Mannschaft wirklich bereit ist, absolut an ihre Grenzen, vielleicht sogar darüber hinaus zu gehen, und dass wir gerade in den großen Spielen, glaube ich, immer absolut top da waren. Und wir haben, denke ich, den Fans ganz, ganz wichtige Ereignisse in diesem Jahr geschenkt mit den beiden Derby-Siegen, mit einem Auswärtserfolg beispielsweise in dieser fantastischen Atmosphäre in Essen, und dann natürlich vor allen Dingen auch damit, dass wir ja mit viel, viel Glück, aber eben auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft in dieses Finale eingezogen sind. Nicht immer gut gespielt oder selten gut gespielt, aber wir haben es eben geschafft, und ich denke, heute hat die Mannschaft wirklich sich selbst nochmal übertroffen. Die Stimmung war über 90 Minuten, 95 Minuten einfach überragend im Stadion. Nicht nur die Aachener Fans, auch die Fortuna Fans haben 90 Minuten lang supportet. Wie stolz warst du heute, das Fortuna-Wappen auf der Brust zu tragen? Na, diesen Stolz empfinde ich eigentlich immer, weil ich sagen muss, dass ja sehr, sehr häufig meine Kritik eigentlich, wenn ich die überhaupt formulieren darf, trifft die ja die Falschen, ne? Weil die da sind, die uns unterstützen, ob das nur 30 sind, 40, 50 bei einem Auswärtsspiel oder eben dann heute mal, weiß ich nicht, 1500, 1800. Die geben immer alles für den Verein. Ich habe das eben in der Pressekonferenz gesagt, als ich darauf angesprochen wurde, was ich mir wünsche für die erste Runde, dann ist das komplett gleichgültig. Wenn ich einen ganz, ganz tiefen, sehnlichen Wunsch hätte, dann, dass diese Stimmung eben dauerhaft ins Südstadion transportiert wird. Dass all die Menschen, die heute da waren, dass die eben auch im regulären Spielbetrieb da wären, denn die Mannschaft hätte das verdient. Und ganz klar, sowas pusht nochmal extrem und macht natürlich auch wahnsinnig stolz, denn ich denke, wir waren heute weder auf dem Feld unterlegen, aber das habe ich eigentlich prognostiziert, aber wir waren nicht unterlegen in Bezug auf die Fanlager, und da muss man ein Riesenkompliment an die Fans machen. Die haben uns mit Sicherheit in schwierigen Phasen wahnsinnig geholfen. Nicht nur heute, aber speziell heute. Jetzt hat man schon nach dem Schlusspfiff gesehen, die Mannschaft kann feiern, unsere Mannschaft. Was geht heute Abend noch? Also ich vermute schon, dass man einige Gesichter morgen früh nicht mehr erkennen wird. Aber ich denke, es ist eine Floskel, aber die Mannschaft hat sich wirklich sehr, sehr stark diszipliniert in diesem Jahr. Ich glaube, das ist daran abzulesen, dass wir überhaupt keine persönlichen Verfehlungen haben. Ich sage immer so süffisant, wir können eben dem Boulevard mit wenig dienen, weil uns klaut keiner eine Uhr und die Jungs schlagen sich nicht untereinander. Die sind sehr, sehr diszipliniert, bereiten sich Woche für Woche sehr, sehr konzentriert auf den Wettbewerb vor. Das heißt natürlich auch eine ganze Menge zu entbehren. Also ich sehe nicht alles und ich will auch nicht alles sehen. Ich gehe schon davon aus, dass die Jungs im Laufe der Saison das ein oder andere Mal auch trainiert haben, feiern trainiert haben. Und ich hoffe ganz einfach, dass diese Übung, dass die heute ihre Vollendung findet. Denn die sollen sich heute abschießen, die sollen heute alles tun, was erlaubt oder nicht erlaubt ist. Das will ich überhaupt nicht wissen, das haben die verdient. Es ist eine tolle Truppe und eine Mannschaft, die, habe ich eben auch gesagt, bei der sehr, sehr viele ihr persönliches Ego mit Sicherheit auch für den Erfolg sehr, sehr stark hinten angestellt haben im Laufe der Saison. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Schlüssel für so viel Kontinuität, für so viel Ruhe im Arbeiten und für diesen Erfolg heute. Okay, danke schön.